Alhamdulillah, liebe Geschwister, wir tragen den Ramadan in unserem Herzen und wir bitten Allah darum, dass er unser Stehen im Gebet und unsere Bittgebete und unser Fasten und unsere Spenden und unsere guten Taten insgesamt annehmen möge und dass er uns zum nächsten Ramadan und weiteren Ramadan-Monaten führt und uns nicht von dieser Welt hinwegnimmt, außer dass er uns vergeben hat und dass er uns Belohnung zukommen lässt und dass er uns unsere Sünden hat bereuen lassen und dass die ursprünglich schlechten Taten, für die wir auch Minus bei Allah bekommen haben, in gute Taten umgewandelt worden sind aufgrund von Reue und ausgleichenden guten Taten. Liebe Geschwister, heute möchte ich mich einer gewissen Rückschau widmen in Bezug auf den Ramadan, wie ich ihn in unserer Gemeinde erlebt habe. Er war von A bis Y wundervoll gewesen. Von A bis Y war er wundervoll gewesen. Aber Z hat mir noch gefehlt. Oder an Z hat mir noch etwas gefehlt. Und dieses Z wünsche ich mir nicht nur für den nächsten Ramadan, liebe Geschwister, sondern für heute, morgen, übermorgen, für unseren muslimischen Alltag. Ich muss allerdings etwas mehr ausholen, um Z zu besprechen mit euch. Und ich brauche eure volle Aufmerksamkeit. Liebe Geschwister, einer der Prophetengefährten, Usama, Allah möge mit ihm zufrieden sein, er war im Rahmen einer kriegerischen Situation und er vermochte es, den Feind zu stellen, ihm die Klinge unter den Hals oder an den Bauch zu setzen. Und die Person sagte dann in dem Moment, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist. In dem Moment ist er Muslim geworden. Aber was war das für eine Situation? Es war eine kriegerische Situation, stimmt's? Leute, die zuvor den Islam bekämpft haben, gewaltsam. Ansonsten hätte der Islam sich nicht gewaltsam wehren müssen. Und jetzt, in dem Moment, wo er entwaffnet wurde und wo die Klinge entfernt ist, nur noch die Klinge zwischen seinem Tod und dem Leben sich befindet, in dem Moment nimmt er den Islam an. Ist doch eine klare Situation, oder? Was tat Usama? Er tötete ihn. Und dann berichtete er dem Propheten davon, sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der Situationskenntnis und Menschenkenntnis besaß, wie reagierte er darauf? Liebe Geschwister, erstmal selten, dass der Prophet sich mehr als dreimal wiederholte. Es gehörte zu seiner Art, sich zweimal zu wiederholen, dreimal zu wiederholen, als pädagogische Maßnahme, dass man etwas verstehen kann. Ja, in der Wiederholung liegt die Gelehrsamkeit, liebe Geschwister, oder auch das Lehren an und für sich. Und der Prophet, er wiederholte ständig, hast du ihn getötet, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat? Hast du ihn getötet, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat? Und Usama sagte, er wiederholte dies so oft, bis ich mir wünschte, dass ich kein Muslim gewesen wäre in dieser Situation. Im Sinne von, dass er später Muslim wird und ihm diese Tat dann vergeben wird. So eindringlich sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Worte, dass er sich wünschte, in dem Moment kein Muslim gewesen zu sein. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er widersprach nicht der Wahrscheinlichkeit, der Möglichkeit, dass die Person dies wirklich tat, nur um sich zu schützen. Usama sagte, oh Gesandter Allahs, er tat dies nur um sich zu schützen. Der Prophet widersprach nicht direkt. Aber es gibt ein Prinzip, nämlich derjenige, der die Schahada ausspricht, er ist Muslim. Nehmen wir dies mit, inshallah. Es gab Leute, die zum Propheten gekommen sind, sallallahu alaihi wasallam, wie Abu Dawud unter anderem überliefert, wie Imam Ahmed unter anderem überliefert und wie der Hadithgelehrte Al-Albani im Nachhinein auch für authentisch befunden hat. Es gab also Leute, die zum Propheten kamen, sallallahu alaihi wasallam, und gesagt haben, oh Gesandter Allahs, oder oh Muhammad erstmal, wir nehmen den Islam an, aber wir wollen nicht kämpfen, wir wollen mit diesen ganzen Verteidigungskriegen nichts zu tun haben. Und wir wollen auch nicht spenden. Und wir wollen auch nicht beten. Aber sie wollten den Islam annehmen. Also welchen Islam wollten sie eigentlich annehmen? Den Islam von Menschen, die ihre eigene Religion nicht verteidigen wollen, die ihre eigenen Glaubensgeschwister nicht verteidigen wollen? Den Islam von Menschen, die
nicht ihren eigenen Bedürftigen geben wollen, weil die Zaka wird genommen von einer Lokalität, von den Reichen und gegeben den dortigen Armen. Das heißt, sie wollten sich noch nicht mal aufgrund ihrer neuen Religion ihren eigenen Armen widmen. Was ist das für ein Islam? Und sie wollten ohne Gebete leben. Was ist das für ein Islam, den die annehmen wollen? Ja? Was hat der Prophet getan, sallallahu alaihi wasallam? Er sagte sinngemäß, dass nichts Gutes in einer Religion oder in ihrem Glauben wäre, ohne das Gebet. Er bezog sich nur auf das Gebet. Das heißt, er nahm die Annahme ihres Islams an, ohne Verteidigung der muslimischen Gemeinschaft und ohne Sozialhilfe im wahrsten Sinne des Wortes. Und beim Gebet hat er darauf bestanden, dass es zu vollziehen ist, in dieser Überlieferung. Daraus entnehmen wir, liebe Geschwister, dass der Prophet daran interessiert war, sallallahu alaihi wasallam, die Menschen zum Islam zu bringen und nicht vom Islam abzuschrecken. Ash-Shawkani, er kommentierte übrigens dies. Er sagte, der Wortlaut dieser Überlieferung sagt aus, dass die Annahme des Islams mit der Bedingung, nicht beten zu müssen, keinen Wert hat. Doch hierbei könnte man den Einwand anführen, dass die Negierung, die Verneinung des Wertes, nicht die Gültigkeit der Annahme des Glaubens dessen, der diese Bedingung stellt, negiert. Ja? Er sagte also, das Verständnis von Ash-Shawkani, dass die Worte vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam durchaus hätten noch offen gelassen, dass die Islamannahme bei gleichzeitiger Bedingung, dass man nicht betet, angenommen ist, gültig ist, aber gewissermaßen keinen Wert besitzt. Wie auch wenn jetzt jemand aufgrund von Abgelenktheit spricht oder sich mit irgendetwas, also wenn er jetzt spricht, sagte der Prophet auch, dass das Freitagsgebet ungültig wurde, und die Gelehrten erklären dies damit, dass der Lohn für das Gebet verloren gegangen ist. Aber bloß weil jemand jetzt spricht, ja, und der Hadith dann in Anwendung findet, kann man nicht sagen, so, jetzt da mir mein Freitagsgebet sowieso ungültig gemacht wurde durch mein eigenes Reden, jetzt kann ich auch das Gebet verlassen. Jetzt kann ich auch die Moschee verlassen. So geht das nicht. Sondern man hat Belohnung verloren, aber die Gültigkeit dessen ist immer noch gegeben. Und was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über diese Begebenheit? Weil natürlich waren auch andere irritiert, berechtigterweise. Die Muslime, die ihr Blut geopfert haben, die ihre Tränen geopfert haben, die ihr Vermögen geopfert haben und gesehen haben, dass Leute einfach so den Islam annehmen wollen, ohne irgendeine Leistung. Das gab Irritationen. Und was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, sie werden spenden. Und sie werden kämpfen. Im Sinne von, ja, sie werden den Islam annehmen. Ja, auf diese unwürdige Art, aber mögliche Art. Aber später wird der Islam in ihre Herzen eindringen und dann werden sie sich für die Verteidigung dieses Glaubens einsetzen und dann werden sie auch für die Armen spenden. Dies, liebe Geschwister, dieses Verständnis basiert darauf, dass der Mensch spirituelle Grundlagen braucht. Dass er aufgrund von Prioritäten auch erzogen werden muss, sich selbst auch zu erziehen hat. Man wird das Aufgebaute nicht leisten können, ohne das, worauf es aufgebaut wurde. Wir werden kein zweites oder drittes Stockwerk haben, wenn wir keinen stabilen Keller, keine Grundlage gelegt haben, liebe Geschwister. Und so sagt er auch zu Muaz, Allah möge mit ihm zufrieden sein. Er sagte, du gehst in den Jemen zu einem Volk, was vorher bereits die Schriften empfangen hat. So rufe sie dazu auf, Allah Ta'ala einzig und allein anzubeten. Und dass Muhammad, dass ich, der Gesandte Allahs bin. Dies gab der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, Mu'adh mit. Und dann sagt er, und wenn sie dann, danach, dies verstanden haben, verinnerlicht haben, danach rufe sie zum Gebet. Und wenn sie dies verinnerlicht haben, dann rufe sie zum Spenden, zur Zaka auf. Das heißt, der Islam, liebe Geschwister, kennt Prioritäten. Der Islam kennt Dinge,
die grundlegend sind und vermag sie zu unterscheiden von den anderen, die auf diese Grundlagen aufgebaut sind. Und subhanallah, liebe Geschwister, es gibt sogar eine Überlieferung, die auch sahih ist, die von den Rechtsgelehrten eingearbeitet wurde, dass es Menschen von einem Stamm gab, die zum Propheten kamen, also mindestens einer. Verzeihung, ich schaue nochmal nach. Genau, eine Person kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat gesagt, ich nehme den Islam an, aber ich möchte nur zweimal am Tag beten. Mit wem hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam alles zu tun gehabt, gell? Subhanallah. Und er war trotzdem derjenige, der am meisten lächelte und der großzügigste aller Menschen. Obwohl er mit den wirklich schwierigsten Menschen überhaupt zu tun hatte, ja, gerade das zeigt sein Auserwähltsein, ja, dass er Al-Mustafa ist, der Auserwählte Allah Ta'alas. Was hat er getan? Die Rechtsgelehrten, sie handeln diese Begebenheit ab unter der Überschrift die Annahme des Islams mit einer ungültigen Bedingung. Das heißt, obwohl diese Bedingung in dem Sinne keine Berechtigung hat, nimmt man den Islam insgesamt trotzdem an. Ja, die Juristen werden das kennen, da gibt es immer so eine Klausel bei den Verträgen, ja, die hat einen bestimmten Namen, geläufig ist, dass wenn ein Paragraph in einem Vertrag nicht Gültigkeit besitzt oder nichtig ist, dass der gesamte Vertrag trotzdem rechtliche Wirkung hat. Also bloß wegen einer Bedingung, die nicht gültig ist, was sich dann im Nachhinein herausstellen würde, wäre der gesamte Vertrag nicht gleich auch ungültig geworden. Und nun, subhanallah, können wir das noch steigern? Können wir das noch steigern, subhanallah? War das schon alles gewesen? Waren das schon die Schwierigsten der Schwierigen gewesen, mit denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tun hatte? Liebe Geschwister, es warten noch Steigerungen. Ein Mann kam zu ihm und hat gesagt, soll ich den Islam annehmen, auch wenn ich eine Abneigung dagegen verspüre? Moment. Den Islam annehmen und du verspürst eine Abneigung dagegen? Wie sollen wir mit einer solchen Person umgehen? Verlangen wir nicht von dieser Person, überzeugt zu sein? Restlos überzeugt zu sein? Was bedeutet, dass man keine Abneigung dagegen hat? Ja, man hat vielleicht eine gewisse Befürchtung in die Zukunft, auf die Zukunft bezogen. Werde ich ein guter Muslim sein oder nicht? Werde ich dieses oder jenes Gebot einhalten können? Ja oder nein? Aber grundsätzlich, wenn jemand zu uns kommt, ja, ich habe eine Abneigung, den Islam anzunehmen. Ja, dann kannst du ihn auch nicht annehmen. Ja? Tschüss, auf Wiedersehen. Ja? Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, nimm den Islam an und solltest du auch eine Abneigung dagegen haben. Subhanallah. Staunen, liebe Geschwister. Wenn wir diese Überlieferungen lesen, ja, Imam Ahmed überliefert dies in seiner Musnad. Ja, wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Aber warum staunen wir? Warum ist das so besonders für uns? Umso mehr wir staunen, liebe Geschwister, umso stärker haben wir die unberechtigte Strenge und Härte in unserer Umma zu spüren bekommen. Wenn uns das nicht überrascht, wenn das eine nicht überrascht, dann sage ich Alhamdulillah, du hast verständnisvolle, im wahrsten Sinne des Wortes, verständnisvolle Menschen um dich herum gehabt. In deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld. Wenn dich das nicht überrascht, nach dem Motto, ach, schon wieder diese ganze Wiederholung. Ach, was ist los mit dir? Aber selbst derjenige, für den das eine inhaltliche Wiederholung ist, er wird spüren, dass das inhaltlich wichtig ist für uns, für die Gesamtgemeinde. Weil es mehr Leute überrascht, als es nicht der Fall ist. Ibn Hajar, er kommentierte diese Begebenheit damit zu sagen, dass man die Annahme des Islams den Leuten leicht zu machen hat. Die Annahme des Islams den Leuten leicht zu machen hat. Subhanallah, liebe Geschwister, wir Menschen, wir brauchen Grundlagen. Aisha sagte, Allah möge mit dir zufrieden sein, wenn das Erste, was offenbart worden wäre, gewesen wäre, trink keinen Alkohol,
sagt sie selbst als Soziologin, als Psychologin, die Menschen hätten niemals aufgehört zu trinken. Und wenn das Erste, was offenbart gewesen wäre, das Verbot der Unzucht gewesen wäre, Aisha sagte, die Menschen hätten die Unzucht nicht verlassen. Aber das Erste, was Allah Ta'ala offenbart hat, und dieser Bericht Aishas ist in Bukhari festgehalten, war über das Jenseits. Allah Ta'ala stellte sich selbst vor, wer ist Allah? Wer ist er? Seine Eigenschaften. Das Jenseits, der Sinn des Lebens, die wahre Beschaffenheit des Diesseits. Und sie sagte, danach wurden die Gebote offenbart. Und oft auch auf Anfrage der Menschen hin. Das ist jetzt mein Wort, ja? Zitat Ende. Die Menschen kamen und sagten, oh Gesandter Allahs, wie wollen wir dies regeln? Wie ist das, wie ist dies zu regeln? Wie ist das zu regeln? Was sagt Allah? Ja, was sagt sein Gesandter zu diesem und jenem Thema? Weil die Menschen, die haben Glaubensgrundlagen gehabt und die wollten Lebensregelungen haben. Und wir heutzutage, des Öfteren, nicht immer, wir haben sehr gute Beispiele, Alhamdulillah. Ja? Aber wir können uns noch optimieren. Wir müssen in diesem Punkt noch besser werden. Das Z ist, ja, ein Strich ist schon gezogen, aber wir brauchen noch die weiteren Striche zur Vervollständigung, dass wir in diesem Punkt noch stark sind, nicht nur ausreichend, sondern gut, sehr gut. Manchmal kommen Menschen zu uns, die haben keine Glaubensgrundlagen. Die wurden ihnen nicht anerzogen. Sie wurden nicht informiert. Und dann kommen wir mit einem ganzen Katalog an Regelungen und einem noch größeren Katalog an Strafen, wenn man diese Regelungen nicht erfüllt. Wie soll das funktionieren, liebe Geschwister? Wie können wir danach gehen? Wenn Aisha selbst, ja, die Verständige der Umma, sagt, so funktioniert das nicht. Ja? Schauen wir, wie das Berauschende der Alkohol aus der muslimischen Gemeinde Auszug gefunden hat. Allah Ta'ala, er offenbarte Verse, die sagen, man soll nicht berauscht zum Gebet. Weil das Gebet und das Berauschtsein, ja, geht nicht einher miteinander. Man kann nicht an Allah Ta'ala aufrichtig denken, mit ihm verbunden sein, wenn man berauscht ist. Und eine weitere Aya hält fest, dass das Übel überwiegt vom Berauschenden. Bis dann eine weitere Aya kam, haltet euch fern, ja, vom Alkohol und was damit zusammenhängt. Und dann war der Alkohol, Alhamdulillah, raus aus unserer Umma. Bis zum heutigen Tag, Mashallah, ja, man geht in die muslimischen Länder und Alkohol ist etwas, ja, stark verpöntes, vielleicht noch irgendwo, ja, erhältlich, aber ist kein sehr großes Problem in unserer Umma, praktisch gesehen, ja. Zumindest in den kernmuslimischen Ländern. Gut. Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich auch Menschen gedacht, Alkohol ist schädlich, ist nicht gut. Ja, da braucht man noch nicht mal ein Prophet dafür zu sein, um da hinzukommen, ja, zu dieser Erkenntnis. Das ist dem Verstand zugänglich, diese Erkenntnis. Und sie sagten, wir werden jetzt Alkohol verbieten. In den USA wurde dann der Alkohol verboten. Aber wisst ihr, was passiert ist? Die Menschen haben ihn trotzdem getrunken. Und sogar noch mehr getrunken. Und wisst ihr, wer daran verdient hat und groß geworden ist? Die Mafia. Bis dann der Staat irgendwann gesagt hat, wir können den Alkohol nicht den Menschen entreißen. Ja? Was wir aber tun können, wir können Geld dran verdienen. Ja, und dann wurde der Alkohol wieder legalisiert. Und dann ist die Mafia dann zu anderen geschäftlichen Praktiken übergegangen. Ja? Warum? Das Gebot war dasselbe gewesen. Alkohol ist jetzt verboten und es gibt Strafen dafür. Aber wenn keine Glaubensgrundlagen da sind, liebe Geschwister, kann das nicht funktionieren. Wir Menschen, wir brauchen Glaubensgrundlagen. Da wir gerade beim Alkohol sind, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass der Alkohol, das Berauschende insgesamt, verflucht ist. Und derjenige, der ihn trinkt und derjenige, der ihn ausschenkt und derjenige, der ihn trägt und derjenige, zu dem er getragen wird. Das kann jetzt auch ein Logistiker sein, ein Lagerinhaber sein und derjenige, der dran
mit verdient. Und der Verkäufer und der Käufer, ja, so irgendwie alle, die mit dem Alkohol zu tun haben, ja, auf ihnen lastet ein Fluch. Das hat der Prophet gesagt. Jetzt brauche ich eure Aufmerksamkeit, weil jetzt erzähle ich euch, was wirklich passiert ist in Medina. In Medina, es wird immer schwache Menschen geben. Gab es einen Prophetengefährten, der wohl auch aufgrund seiner Vergangenheit eine Schwäche für Alkohol hatte. Und er beschaffte sich dies irgendwie. Ja? Schmuggeln oder selber herstellen. Und dann fiel er in der Öffentlichkeit auf. So, und jetzt gab es im Umgang mit dieser Person zwei Parteien. Die einen haben gesagt, Allah verfluche dich. Und die anderen haben gesagt, nein, nein, sag dies nicht zu ihm. Ihr helft nur dem Scheitan gegen ihn. In welcher Gruppe war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen? Fragt euch das. Die Antwort ist doch klar, oder? Der Prophet hat selber gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass der Fluch auf demjenigen ist, der trinkt. Der gesagt hat, sag dies nicht, ihr helft nur dem Scheitan gegen diese Person. Und der das gesagt hat, ging noch weiter, sagt, ich weiß, er liebt Allah und seinen Gesandten, ich weiß das. Oh, Bruder, was ist los mit dir? Warum bist du so weich? Könnte man meinen. Aber wer hat was gesagt? Wer hat was gesagt, liebe Geschwister? Ihr kommt dorthin, stimmt's? Der Prophet war es, der gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, sagt dies nicht, ihr helft nur dem Scheitan gegen ihn. Und wahrlich, er liebt Allah und seinen Gesandten. Sagt er über diese Person, die wiederholt in der Öffentlichkeit betrunken aufgetreten ist. Puh, subhanallah. Aber sagt er denn nicht auch, dass der Fluch auf all diese Gruppen lastet, die mit Alkohol zu tun haben? Ja, sagt er auch. Denn wie verstehen wir diesen scheinbaren Widerspruch? Das eine, sagte er, um Menschen davor abzuschrecken, überhaupt nur mit dem Alkohol eine entfernte Beziehung aufzubauen. Damit der Alkohol nicht seinen Schaden anrichten kann. Er muss aus der Gesellschaft gebannt sein. Er muss im Herzen verabscheut sein. Aber was passiert jetzt tatsächlich, wenn jemand ein Alkoholproblem hat? Dann ist dies eine andere Situation, mit der der Prophet dann auch situationsgerecht, menschengerecht umgeht. Und er sagte, sag dies nicht zu ihm, ihr helft nur dem Scheitan gegen ihn. Obwohl sie nur die Wahrheit gesagt haben. Ja, sie haben nur die Wahrheit gesagt. Aber sie war nicht pädagogisch förderlich. Sie hat keine gute erzieherische Wirkung gehabt, sondern nur die Wirkung, dass die Person sich noch mehr zurückgestoßen fühlt von der Gemeinde, die ihm die Liebe zu geben hat, damit er stark genug ist, um diese Sünde zu verlassen. Das heißt, nur dem Scheitan war durch solch hartes Vorgehen geholfen. Liebe Geschwister, auch wir haben manchmal Menschen in unseren Gemeinden, die vielleicht neu sind, viele Dinge nicht wissen, die unter Druck sind in ihrem Alltag, die sich vielleicht nicht zu benehmen wissen, die negativ auffallen. Aber was haben wir davon, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Islam von Menschen angenommen hat, die offensichtlich nur ihr Leben schützen wollten? Den Islam von Menschen angenommen hat, ja, die nicht an der Verteidigung der Muslime interessiert waren, die nicht an der Armenabgabe, an der Sozialabgabe interessiert waren, die noch nicht mal richtig beten wollen, subhanallah, und er hat ihren Islam angenommen. Nachdem der Prophet so deutlich zeigt, dass er die Menschen in den Islam bringen möchte, sogar diejenigen, die sagen, ich habe eine Abneigung dagegen, nimm ihn trotzdem an, subhanallah. Nachdem dies vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam deutlich gemacht wurde, schrecken wir dann andere Menschen ab? Und sei es mit wahren Worten, da stimmt etwas nicht. Ich möchte mehr Menschen sehen, liebe Geschwister, in den Moscheen, die offensichtlich neu da sind, die offensichtlich eine Vergangenheit haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Wo waren die gewesen? Das ist mein Z, was mir fehlte vom Ramadan. Wo waren die gewesen? Ja, Alhamdulillah, die bekannten Gesichter sind da, die fünfmal am Tag beten und die, ja,
die Scheine rausholen zum Spenden. Alhamdulillah, von A bis Y war das ein wundervoller Ramadan. Aber für die Religiösen, wo sind die Muslime, die sich zum Islam bekennen, aber nicht fünfmal am Tag beten? Wo sind die Muslime, die im Haram verstrickt sind? Wollen wir sie wirklich von unseren Moscheen ausschließen oder vertreiben mit unseren Augen oder abschrecken mit unseren Worten? Was ist das für ein Islam von uns, nachdem der Prophet gezeigt hat, was Islam bedeutet? Und er war selbst sehr, sehr geduldig, liebe Geschwister. Ich möchte euch einige Beispiele mitgeben. Es kam ein Mann zu ihm, als er gerade Geld verteilt hat. Und er war damit nicht zufrieden, wie der Prophet dies verteilt hat. Er sagte, fürchte Allah, sei gerecht. Der Mann hat einen langen Bart gehabt. Er wird berichtet. Fürchte Allah, sei gerecht. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, das ist ja etwas, was sein Prophetentum in Frage stellt. Wie kann der Gottgesandte anders sein als gottesfürchtig? Wie kann der letzte Prophet anders sein als gerecht? Und ich sagte ihm auch, wer soll gerecht sein, wenn ich nicht gerecht bin? Und es gab einige Prophetengefährten, die genau herausgehört haben, was dieser Mann meint. Omar und Khalid ibn Walid. Sie sagten, O Gesandter Allahs, sollen wir uns um ihn kümmern? Und er sagte, nein. Die Menschen werden schlecht über mich reden, wenn ihr euch um ihn kümmert. Ja, es soll nicht nachgesagt werden, dass ich meinen Gefährten schade. Ja, hat strategischen Weitblick der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ging also mit solchen Menschen um. Andere, die gesagt haben, als Muslime, die haben den Islam angenommen und sie sagten als Muslime, unser Führer ist feige, unser Führer lügt und unser Führer, der haut sich gerne den Bauch voll. Subhanallah. Subhanallah. Und das sogar im Rahmen einer kriegerischen Situation. Ja, das ist Hochverrat. Was hat der Prophet gemacht? Sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihn nicht bestraft. Einmal kam ein Mann zu ihm, ihr seht, ich habe ein Gewand an, und er packte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so stark am Gewand, dass man das Schulterblatt vom Propheten sehen konnte. Also im Sinne von, ja, so wie man das so aus schlechten Filmen kennt, man packt jemanden und dann da sieht man das Schulterblatt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Muhammad, gib mir vom Geld Allahs. Subhanallah. O Muhammad. Das gibt es nicht bei uns im Islam, als Muslime, dass wir sagen, oh, Mohammed hat es getan. Ja? Wir sagen der Gesandte Allahs, wir sagen der Prophet. Wir sagen Mohammed der Gesandte Allahs, Mohammed der Prophet, damit wir das vielleicht mit dem Namen noch verknüpfen, um diesen Namen zu ehren. Aber wir sagen nicht Mohammed. Wenn wir Mohammed sagen, dann meinen wir nicht den Propheten. Dann meinen wir ja, Mohammed X, Y, Z, ja? Aber nicht den Gesandten Allahs. Sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm. Er kam zu ihm, O Muhammad, gib mir vom Geld, was Allah dir gegeben hat. Und packte ihn am Gewand, sodass, wie gesagt, das Schulterblatt vom Propheten Muhammad zeichenbar war. Ganz deutlich. Was machte der Prophet Muhammad? Er lächelte und er gab ihm. Anstrengende Menschen. Schaut, aber wie barmherzig der Prophet ist. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, stellt euch vor, da kommt jetzt ein Mann rein, geht zur Säule, setzt sich hin und ihr hört das Plätschern von Wasser. Jetzt stellt euch mal vor, das passiert jetzt. Ja? Oh, wie viele von euch stehen auf? Ja? Ja? Erleben wir noch das Ende der Khutba, wenn so etwas passiert? Und der Prophet Muhammad sallam, genau dies ist ihm passiert. Da kam jemand rein und urinierte in der Moschee, setzte sich hin und die Prophetengefährten, sie wussten, das ist falsch. Sie standen auf und er sagte, lasst ihn, lasst ihn, lasst ihn. Ja, lasst ihn zu Ende machen. Stellt euch mal vor, dann hört ihr weiter in der Moschee. Lasst ihn zu Ende machen. Holt einen Eimer Wasser und gießt es da drüber. Damals war ja die Moschee aus Sand bestehend. Dann hat er sich mit dem Wüstenbewohner unterhalten, hat gesagt, ja, Assalamu alaikum, o Muslim, dies ist eine Moschee. Und hier beten wir, hier lesen wir Koran, hier gedenken wir Allahs und
solche Dinge machen wir hier nicht. Und hat ihm ganz locker erklärt, das, was er eigentlich hätte wissen müssen, oder? Ja? Weil so etwas macht er auch nicht bei sich zu Hause. Aber er hat nicht, wie ein Detektiv, haben dir deine Eltern dies und jenes nicht beigebracht? Machst du das in deinem Stamm auch so? Ja, er hat nicht die Möglichkeit gesucht, ihn zu bestrafen. Und die wäre bestimmt da gewesen. Ja? Weil das ist, ja, die Beduinen waren damals schlimm, aber so schlimm nicht, dass das für sie normal war, voreinander zu urinieren. Ja? Das alles hat der Prophet durchgemacht, sallallahu alaihi wasallam, mit einem Lächeln. Und wisst ihr warum? Weil Allah Ta'ala ihn so beschaffen hat. Ibn Hajar hat gesagt, diesen Bericht kommentierend, dass man mit Unwissenden auf diese Art und Weise umzugehen hat. Insbesondere mit denen, die man überzeugen kann. Wenn jemand stur ist, wenn jemand das Gemeindeleben absichtlich stören möchte, ja, wie beispielsweise die Person, die da vor ein paar Monaten hierher kam, während ich die Khutba gehalten habe und einfach nur 2, 3 Sätze rausgebrüllt hat, um dann, ja, und das war's. Ich kenne die Person schon seit längerem und die ist an einem Dialog nicht interessiert. Ja, das ist etwas anderes. Einer solchen Person kann man sagen, du kommst hier nicht rein, bevor wir unsere Sachen nicht geklärt haben, wir bleiben gesprächsoffen. Solange kannst du aber deine Geschichten hier nicht durchziehen, deine störenden Aktionen. Ja, das ist auch ein Teil des Islams. Ja? Dass einzelne Störer nicht eine ganze Gemeinde quasi als Geiseln nehmen kann. Aber ansonsten, liebe Geschwister, die Menschen und gerade heute und gerade hier haben sehr, sehr, sehr viel nachzuholen an Glaubensgrundlagen. Und da brauchen sie uns, unsere offenen Herzen, unsere helfenden Hände, unsere lächelnden Gesichter, unsere weisen Worte. Und das ist das Set, was ich mir für den nächsten Ramadan wünsche und bereits für morgen und übermorgen. Ich will hier mehr Menschen sehen, die offensichtlich Neueinsteiger sind oder die Besucher sind oder die ihre Vergangenheit mitbringen und das ist irgendwie in ihrem Verhalten deutlich oder in ihrem Äußeren deutlich. Herzlich willkommen. Wie können wir uns anders verhalten, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so deutliche Zeichen gesetzt hat? Und dies alles, liebe Geschwister, ist auch im Koran verankert. Allah Ta'ala sagt im Koran in der dritten Sure, der 159. Vers: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Und aufgrund der Barmherzigkeit Allahs, weil Allah barmherzig ist, warst du, O Muhammad, mild zu ihnen. Weil Allah barmherzig ist, entsendet er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Barmherzigkeit für alle Welten. Rahmatan lil alamin. Und jetzt, wärst du aber rau und harten Herzens gewesen, was ist, wenn es anders gewesen wäre? So wären sie dir davongelaufen. Wer? Die Prophetengefährten. Und wenn sie ihm davongelaufen wären, gäbe es uns dann als Muslime heute? Nein. Definitiv nicht. Darum vergib ihnen und bitte für sie um Verzeihung und ziehe sie in der Sache zu Rate. Und wenn du entschlossen bist, dann vertraue auf Allah, denn wahrlich, Allah liebt diejenigen, die auf ihn vertrauen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, in der 27. Nacht ist etwas passiert, was mir weitergereicht wurde, was ich hier beispielhaft thematisieren möchte. Ein Bruder, der längere Haare hatte, wurde von einem anderen Bruder streng zur Seite genommen und dann wurde er erstmal hart bearbeitet, dass er seinen Zopf lösen muss. Hat seine Haare zu einem Zopf gebunden und er muss den Zopf lösen, bevor er beten kann. Und dies beschäftigte den Bruder danach noch, dass er einen Gesprächsbedarf auch hatte. Und das war in seinem Kopf etwas verankert in der 27. Nacht, die inshallah
Laylatul Qadr ist. Und er hat auch keine Erklärung bekommen, einfach nur, dass da, ja, er dadurch irgendwie verweiblicht wäre durch seine langen Haare und er ohne, ja, Zopf zu beten hat. Und das hat eine etwas Negativität in seinem Herzen hinterlassen. Wie passt das jetzt mit dem zusammen, was wir gerade vom Propheten gehört haben? Sallallahu alaihi wasallam. Wie passt das mit Prioritäten zusammen? Wie passt das mit Weisheit zusammen? Mit Milde zusammen? Mit erzieherischen Lektionen? Und dieselbe Person, sie sagte etwas: Ich darf mich nicht so viel auf Kleinigkeiten konzentrieren, sondern ich muss meine Kraft auf das Essentielle richten, in Hoffnung auf Rechtleitung. Woher will man wissen, dass die Person, die man da anspricht, nicht vielleicht zum ersten Mal oder wenige Male in der Moschee war? Oder dass sie irgendein persönliches Drama gerade durchmacht und die Gebete braucht und Bittgebete braucht oder soziale Not hat oder finanzielle Not hat. Und dann bringt man sie weg von der Vergebungsbitte, vom Gebet, von Grundlagen, die wir brauchen, um uns anderen Dingen widmen zu können. Ja? Und so etwas passiert, liebe Geschwister, in unseren Gemeinden leider. Solche und viele andere Beispiele, wo es doch viel wichtiger ist, diese Person in den Arm zu nehmen, spirituelle Grundlagen zu vermitteln, das Gebet zu vermitteln. Ja, und irgendwann kommt man dann, nachdem man seine Prioritätenliste abgearbeitet hat, dann auch zu solchen Dingen. Aber wisst ihr, was das Interessante ist, liebe Geschwister? Es ist noch nicht mal verboten, einen Zopf zu haben als Mann. Sondern es ist empfohlen, dass man, wenn man betet, ja, diesen Zopf löst, damit auch die Haare auf den Boden fallen können und auch mit Sujud machen. Ansonsten ist es Makruh. Es ist Makruh. Das heißt, wegen einer verpönten Angelegenheit haben wir etwas viel Wichtigeres gefährdet. Die Konzentration und die Hingabe im Gebet in der 27. Nacht. Und das, wie gesagt, ohne auch Wissen zu haben, ohne die Dinge einteilen zu können. Aber jetzt möchte ich auch zur anderen Seite kommen, nämlich zur Seite derjenigen, die vielleicht neu einsteigen. Ja? Liebe Geschwister, wollt ihr euch wegen solchen Leuten von der muslimischen Gemeinde abwenden? Und es ist eine Weisheit Allahs, dass er auch unsympathische Muslime erschaffen hat und sympathische Nicht-Muslime erschaffen hat. Ansonsten würden wir doch alle den Islam annehmen wegen den sympathischen Muslimen. Oder? Da muss man durch. Und egal, wo man hingeht, bei welchem Hobby man sich anmeldet, bei welchem Verein man sich anmeldet, welches Hobby man hat, welchen Beruf man ausübt, egal in welche Nachbarschaft man zieht, man hat immer angenehme und unangenehme Menschen um sich herum. Ja? Man wird das nicht finden, außer im Paradies. Betrachtet das als Teil der Prüfung. Sag dieser Person vielleicht, danke für dein Engagement, ich möchte aber von dir nicht lernen. Irgendwie, ich finde, du bist nicht richtig kompetent dazu, du hast wenig Wissen und deine Art gefällt mir irgendwie auch nicht, aber ich schätze trotzdem, dass du es bei mir versucht hast. Ja, und dann einen gewissen liebevollen, geschwisterlichen Abstand, den darf man halten. Ja? Aber nicht, dass man wegen solchen Begebenheiten komplett darauf verzichtet, zur Moschee zu gehen, zu Kursen zu gehen, sich unter Muslime zu mischen, weil das ist kein logisches Argument. Ja? Ja, man ist etwas verletzt worden, aber das wird einem woanders noch mehr passieren. Aber hier tut man es für Allah. Hier tut man es, um seine Religion zu lernen. Liebe Geschwister, ich möchte mit einem Verständnis eines Verses abschließen, wozu ich euch einlade. Ihr müsst es nicht teilen, aber ich lade euch dazu ein. Allah Ta'ala sagt im Koran über die gläubigen Muslime: تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. Die Gläubigen werden beschrieben, damit du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen. Die sind in Action, ja, die machen was. Indem sie nach der Gnade von Allah und seinem Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung.
Ibn Abbas sagte, das ist ihre äußere Erscheinung. Weil das ist äußerlich sichtbar. Mujahid geht noch etwas tiefer und er sagt, damit ist gemeint, die sichtbare Demut von dieser Person. Das demütige Sein dieser Person. Das ist das Zeichen der Gläubigen auf ihren Gesichtern. Man sieht in ihren Gesichtern Demut, nicht Hochmut. Und er sagt, in Bezug auf das Gebetsmahl, das physische, so können es auch Leute haben, deren Herzen härter ist, deren Herzen härter sind, als das Herz vom Pharao. Wir wissen, ja, wie schlimm er bestraft wird am Tag des Gerichts, im Jenseits, in der Hölle. Aber sogar Menschen, die ein schlimmeres Herz haben als das von Pharao, sie können auch dieses Merkmal haben. Al-Uthaymin, rahimahullah, er wurde gefragt, ist das ein Zeichen von Rechtschaffenheit, wenn man dieses Gebetsmal auf der Haut der Stirn bei einem Muslim sieht. Er sagte, das ist kein Zeichen der Rechtschaffenheit. Er sagte, das Zeichen, was damit gemeint ist, ist das Licht im Gesicht. Ist das das Leuchten im Gesicht und das Licht im Herzen dieser Person und ihr Charakter. Das ist hier mit diesem Zeichen gemeint. Und er sagt, in Bezug auf das Zeichen, was die Haut trägt, so können es auch Leute haben, die noch nicht mal fünfmal am Tag beten, die eine sensible Haut haben. Und umgekehrt, Menschen, die sehr viel freiwillige Gebete vollziehen, müssen nicht unbedingt ein solches Zeichen auf ihrer Haut tragen. Ja, das ist etwas Dermatologisches, das kann man studieren. Ja, das ist Naturwissenschaft. Aber das Spirituelle, liebe Geschwister, Demut. Und der Prophet erwarnte davor, sallallahu alaihi wasallam, dass man zu denjenigen gehört, die durch ihre Gebete beeindrucken, die durch ihr Fasten beeindrucken, die durch ihre Werke im Allgemeinen beeindrucken und viel Koran rezitieren, aber sie fliegen durch diese Religion wie ein Pfeil, der sein Ziel durchbohrt und verlässt. Das heißt, wir dürfen uns nicht an diesen Äußerlichkeiten festhalten, liebe Geschwister. Schön, wenn sie da sind, Allah Ta'ala wird sie beurteilen, gemäß seinem Wissen, gemäß seiner Kenntnis des Verborgenen und des Offenbaren. Aber was für uns zählt, ist die Person demütig. Hat die Person einen guten Charakter? Welche Auswirkungen hat seine Religiosität auf mich? Weil mich interessiert nicht, ob er nachts aufsteht und betet. Interessiert mich nicht. Mich interessiert, geht er fair mit mir um? Geht er barmherzig mit mir um? Nimmt er meine Hand da, wo ich Hilfe brauche? Schenkt er mir ein Lächeln da, wo ich motiviert werden muss? Das ist das, was mich an einer Person interessiert. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, oh Allah, bitte habe uns vergeben. Oh Allah, bitte schenke uns die Effekte des Ramadans, dass wir spüren, dass wir dir näher gekommen sind, oh Allah. Oh Allah, bitte vergib uns unsere Sünden, vergib unseren Eltern und unseren Glaubensgeschwistern insgesamt und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, oh Allah. Bitte lass uns ein gutes Vorbild sein und eine lichtspendende Leuchte auf deinem Weg. Oh Allah, bitte eine unserer Herzen, oh Allah, für alle Kranken, bitte schenke ihnen Heilung. Für alle Verzweifelten, bitte schenke ihnen deinen Trost. Für alle Verfolgten und Gefangenen und Bekriegten, bitte schenke ihnen Freiheit und Selbstbestimmung, oh Allah. Oh Allah, bitte lege die Lasten, nimm uns die Lasten, die auf unseren Schultern sind, oh Allah. Bitte schenke uns Freiheit, schenke uns, dass wir stark sind und gerecht und barmherzig sein dürfen, anstelle, dass wir unterdrückt sind und nicht richtig vermögen, das Wundervollsein deiner Religion den anderen Menschen zu vermitteln. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Schutz vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz gebeten hat. O Allah, lass uns unsere Gebete lieben. Lass uns unsere Gebete dazu führen, sündenfreier zu leben, O Allah. Schenke durch unsere Gebete uns Licht in unserem Herzen und Leuchten auf unserem Gesicht und schenke uns Harmonie in unseren Familien, oh Allah. Bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und schenke den kinderlosen Kinder und füge uns zusammen als Einheit, als Mauer, die für dich steht. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.